Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. In der letzten Folge hat Joker gesagt, wenn ihr Schüsse oder ähnliches hört, macht euch nichts draus. Ich werde Batman eh bekommen. Und ich glaube, dass das sozusagen, dass das nicht so gut war von ihm. Weil wir dadurch jetzt die Scharfschüsse und alle ausschalten können. So. Und auch die anderen hier mit dem... Mit den Miniguns, Miniguns, glaube ich, mit den anderen Waffen halt. Ja, und die halt einen Kampfverdacht schöpfen. So, jetzt das wollte ich sagen. Jetzt aber erstmal hier hören. Das Objekt hat keinen dokumentierten Namen. Alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Scharf und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psycho-Charakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut, na Doc? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenklötze ansehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist, mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist... Sehr komisch. Lassen wir mal die Witze... Die Witze lassen? Hey, Schappi, hat sie nicht mal eine Krankenakte bekommen? Sei still, Clown. Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu... Naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Und? Sie denken, Sie können mich heilen? Oh, da bin ich mir sicher. Da wäre ich mir immer nicht so sicher. So, schön, dass wir schon drei von den Dingern gefunden haben. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Der Scharfschütze da hinten. Moment, kann ich... So. Der Scharfschütze da hinten ist ja auf dem Boden orientiert. Das bedeutet, ich kann das mal hier schön... Ja, der ist auf den... Verdammt! Oha. Das macht zum Glück nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Ich dachte, Sniper gleich tot, wie bei LCOD. Aber gut. Dann wohl nicht. Ist es hier dunkel? Nein, das heißt, die sehen mich. Nein, 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 nein. Hoch da, hoch da, hoch da. So, jetzt haben sie mich, glaube ich, nicht mehr gesehen, oder? Oh, da ist eine Wildertrophäe. Niemand schlägt mich hier nieder. Vor allem, weil ihr erstmal hier hochkommen müsst, ihr Lappen. Vielleicht mit dem hier. Dass ich den einfach mal abschieße und runterziehe, vielleicht. Der ist zu kurz. Aber Moment, ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine richtig epische Idee. Ich dachte jetzt, ich nehme den mit und ziehe den hier hoch und... Dein Gesicht wird ganz schön bluten. So, Gleittritt. Ich schlag dich grün und blau. Auf den Sniper aufpassen. Ausreichend. Hep. Ja, das klappt soweit ganz gut. Hey, der hat ein Messer. Und ist nervös. Okay. Bisschen nervös. Ja, ihr denkt, dass ich ihn kaputt mache. Mit dem Messerstecher muss ich ein bisschen aufpassen. Übrigens richtig asozial. Das hat ihm schon bekommen. Irgendwelche. Das ist, glaube ich. Das wollte ich nicht sagen. Genau. Moment, jetzt muss ich den erstmal. Nein, nein, nein! Ich glaube, es geht los. Das würde ich jetzt hier abhauen, das für mich. Verdammt! Der Sniper ist da oben auf dem Dach. Das heißt, hier bekommt er mich nicht, aber ich kann erstmal den hier eliminieren. So, Messerstecherei und so. Wenn man sich halt prügelt und einmal so ein Messer rauszieht, ist nicht so toll, Leute. Ist nicht so toll. Dachte, ich könnte es jetzt kaputt machen, aber da habe ich mich verfehlt. Das Gute ist, dass der Sniper-Heini da oben... Ich meine, wo muss ich überhaupt hin? Da hinten. Das heißt, hier lang.
das ist natürlich zu. Soll ich dich jetzt? Nee. Ich muss ja dahin. Ich glaube, ich weiß, ich muss da durch Arkham East. Falls die Tür aufgeht. Ja, die geht auf und ich bin sicher. Ach, komm hier. Hier, du scheiß Messerstecher. Bams. So. Komm schon. Einer lebt noch, zwei leben noch. Beziehungsweise zwei sind noch nicht K.O. Zack, hier vorne. Gut. Kann ich die vielleicht befreien mit dem Batrang? Oh, die fallen erstmal so runter. Sind die denn bewusstlos oder sind die tot? Da sind noch vier und vier bewaffnet. Das heißt, ich gehe erstmal da hoch. Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. Ich wette, die Fledermaus ist hier. Ich habe zwei Männer auf dem Wachturm, die dir Deckung geben können. Aber sei vorsichtig. Sie schießen sofort. Und da ist noch einer und da ist noch einer. Heißt ja, es kommt schnell mal zu Unfällen. Da muss noch eine Müller-Trophäe. So, dann hol ich mal erstmal die Müller-Trophäe hier. Hep. Oh, das hast du gefunden. Tut mir leid, eine Herausforderung war das nicht. Mir lief nur die Zeit weg. Nein, ich hab nicht ge... Natürlich ist es gefailt, hab ich nämlich nicht... Ich wollte das eigentlich anders, aber... Bitte haltet während eures Dienstes Ausschau nach irgendwelchen... Schädlingen. Dann kann ich erstmal hoch, ja. Hat. Jo, das war jetzt. Wie ich wollte, war gut. Was? Achso, ich habe mich hinter die Mauer gehockt. So, tschüss. So, ausgeschaltet. Und das Tonbandgerät von Joker mal wieder. Patientengespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Doc? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Quinzer, ich weiß, ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Egal, ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc? So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde Sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Okay. Joker ist einfach... durchgeknallt. Da kann man nämlich nichts heilen. So, und ich glaube, ich habe eine Idee. Das kommt nicht an, ne? An alle verfügbaren Psychos, Killer, Verstümmelte und Mörder, die sich noch nicht in der alten Villa befinden. Beeilt euch gefälligst, ihr Idioten, bevor ich euch selbst an die Fledermaus verfüttere. Wenn ich immer schön in Bewegung bleibe, können die mich gar nicht bekommen. Und das war's jetzt. Ich hoffe, er haut mich nicht. Nein, gut. Aber er hat mich runter, ne? Na gut, wenn nicht. Ah, ich hau mich selber runter! Das gibt's doch nicht! So, hoch da und. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Zack! Fällt der runter? Schade. Oh Mann, die fallen alle nicht runter. So, jetzt muss ich doch bestimmt da unten runter. Aber ich will erstmal immer die scheiß Gebisse hier ausschalten und dann will ich den da runterholen. Ja, so. Jetzt hier durch, ne? Moment, ich will mal kurz. Ja, da rein.
Tür öffnen. Und wir haben ein Upgrade freigespielt. Sieh mal, wer das ist. Ja, der große böse Batman. Los, komm und hol uns. Gleich. Erst schon mal das Upgrade. Was ist jetzt gemacht? Jetzt. Hier an, wie er da steht. Musst du keine Kappe. Kannst du von einem Baum retten oder sowas? Stimmt, und jetzt hau ab. Wir kontrollieren hier alles. Joker wird dich fertig machen. Ah, da hinten ist so ein Schacht, ne? Komm ich da ran? Nee. Aber da komme ich ran. Aber nicht von hier, sondern von... Sondern... Für wir. Komm ich da oben vielleicht? Nee, auch nicht. Muss ich wieder raus, oder was? Ja, das kann sein. Ich habe eine Idee. Es ist ja nicht so... was wollte ich sagen? Das Spiel ist halt nicht so, dass man einer geraden Strecke folgen muss, sondern dass man mehrere Möglichkeiten hat. Genau. Und da war meine Vermutung doch direkt richtig. Es geht da rausziehen. Und... Hep. Oh, ich mach mal. Das wollte ich. So. Tür auf. Jetzt sind wir drin. Ja, ich kann nicht glauben, dass Batman gerade weg ist. Ja, der stinkende Feigling hat mich zum Hand mit den Beinen weggeschlagen. Und Gleitritt. Bekommen wir natürlich jetzt genau schauen, weil ich in seiner Flugbahn fahre, aber... Du hast deine blöde Waffe garantiert nicht auf. Aber ich, das ist natürlich ein bisschen blöd, dass sie ihre Waffe gar nicht aufhält. Also, blöd ist es nicht, das ist natürlich gut für mich, aber blöd von ihnen. So, und da hoch jetzt. Yep. Hep. Hapadö. Zip. Unnötigster Sprung ever, aber der musste sein. Okay, wahrscheinlich die Tür ist. Die Tür scheint verschlossen zu sein, aber blockiert. Bin ich jetzt zu hoch? Nee. Das könnte doch klappen. Ich lasse mir rausziehe hier. Fällt erstmal auf mich drauf, aber gut. So, was jetzt? Was jetzt? Explosionsgel anbringen. Ne, falsch. Batmans Fledermaus. Hier ist schon wieder so ein Dingens. Das muss auch irgendwas bedeuten. Das war doch dieses Phantom, oder wie ist das? Oh, fail. Den stecke ich mal lieber wieder ein. Ich wollte mich ducken, nicht schießen. Was ist mir da, was uns da gesagt wurde am Anfang? Das muss eigentlich dieses Phantom sein. Wer ist die Hauptperson in der Haupthalle? Der da hinten. Gibt es hier irgendwelche Bewaffneten? Nee. Ich habe eine Idee. Ich habe die Idee. Die beste Idee habe ich. So. Beziehungsweise ich habe eine lustige Idee. Hep. Ich zerleg dich in deine Einzelteile. Du wirst auf dem Boden liegen und bluten. Ich hätte natürlich auch noch einen schönen Tritt einsetzen können, aber mit ein paar guten Boomerangs läuft das doch. So, und? Oh, Fuß gebrochen. Oder ausgerinkt oder was auch immer. So, hep. Kontern. Hier können wir nicht mehr kontern. Da brauchen wir auch gar nichts kontern hier bei denen. So, schön. So, hier. Bam. Jetzt. Hat er gerade ein Joker-Gesicht? Du suchst die Akkumulator, um dort Forschungen vor Joker zu finden. Und wir müssen einfach wahrscheinlich dahin.
Tom Willer. Das war doch einfach. Ich hätte nämlich jetzt automatisch gesagt, wir können ja vielleicht da durchgehen. Hat also nur 10% meiner Aufgaben erfüllt. Bist du bereit aufzugeben? Haben wir wahrscheinlich jetzt 10 von seinen, also 10% von seinen ganzen Aufgaben, wie er schon gesagt hatte. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier rein. Nee, falsch, wir sind falsch. Wir sind ganz falsch. Na gut, immerhin haben wir die Trophäe geholt von Müller. Wir müssen doch jetzt bestimmt da. Ja, wir müssen da runter. So, wie kriegen wir die Tür auf? Dahinter. Eis. Das ist das. Komisch. Hey, ich bin doch hierher gekommen, deswegen frage ich mich. Das ist jetzt natürlich. Da hoch würde ich gerne. Yep, und dann. Ich muss doch jetzt. Ja, ich muss durch die Wand hier. Ah. Aber, hä, das ist natürlich. Das ist jetzt merkwürdig. Jetzt bin ich auch da, wo ich angefangen habe. Müssen wir wahrscheinlich wieder raus. Ach. Ah. Ja, gut. Wir müssen hier runter. Dann weiß ich nicht, was ich gerade falsch gemacht habe. Muss ich da jetzt durch? Ja. Mussten wahrscheinlich bloß die ausschalten und dann. Dann können wir jetzt auch schon wieder zurück, oder wie ist das? Oder müssen wir tatsächlich hier oben rein? Wenn wir jetzt hier oben rein müssen, hätten wir den ganzen anderen Scheiß gar nicht machen müssen, aber gut. Ja. Und jetzt? Hä? Du suchst die Arkham-Villa und Dr. Jungs. Und da geht nur so vorher, den Joker zu finden. Die Arkham-Villa ist doch hier. Das heißt, hier irgendwo muss es sein. Weil ich ja hier auch nicht rauskomme. Ja, da muss es ja irgendwie sein. Ich möchte nochmal diesen Scannerblick einsetzen. Das ist natürlich jetzt etwas verwirrend. Ding Dong! Anstaltsleiter Joker würde gerne mitteilen, dass ab heute alle aufsehen. Nee, wir müssen da rein. So. Ach, da oben. So. Da sehe ich bloß eine Müller-Trophäe. Sonst sehe ich da gar nichts. Deswegen sind wir hier auch reingegangen. Ja, also, ich muss doch da wieder rein. Dann wisst ihr was von das war's erstmal wieder mit der Folge von heute. Für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Batman Arkham Asylum. Bis dann, noch einen schönen Tag und haut raus. Wir sehen uns wieder morgen. Selbe Stelle, selbe Welle. Ciao.